Und herzlich willkommen, wir hacken uns weiter in Sid Snooping. Werden wir jetzt einmal uns reinhacken. Oder CIT, für immer das auch steht. Ja, das sieht auch ganz gut aus. CIT Security. Okay. Dann mal Joe. Für ein. Okay, 25 Credits müssen wir wieder machen. Ein bisschen mehr. Ätzend. Jetzt kommt er durch. Geben wir Armor. Schön. Was ist das? Ich krieg jetzt auch mal eine Karte, ne? Mhm. Denn jetzt eben gerade da? Kann ich da auch noch tauschen vom Slot? Nee. Scheiße. Glück gehabt. Stellen wir... Alter, 7 macht der, ey. Stellen wir ihm erstmal in den Weg und geben dem nochmal eine Rüstung. Man macht dann nur noch 3, das ist erstmal ganz gut. So kommt der noch durch. Ja. Ätzend. 13. Gut, muss ich ja spielen. Das war ja gar nicht schlecht. Dahin. So, jetzt sieht das läuft nächste Runde aus, dann tausche ich das aus.
erstmal den mal ein bisschen reduzieren. Packe ich ihm den in den Weg. Und dann den. So. Ach, war das... Ah, jetzt hat er nicht den Attack gespielt, ey. Ah, jetzt hätte ich den schon weggehabt. Okay, dahin. Dahin. Jetzt müsste er aber wegkommen. Jetzt mache ich 5 Schaden. So. Sehr schön. Ich fahre nochmal ein bisschen auf hier. Alter, wie oft hast du diese Kackkarte denn? Pack jetzt mal den Blocker hin. Oh, 6 Schaden. Gewesen wieder. Und er hat keine Karten auf der Hand. Gleich habe ich 2 Slots offen. Yay. So, was haben wir hier? Gain Attack minus 2. Hier, du. Und weiter geht's. Bam! Auf die Kurve gekriegt. Dachte ich ja kurzer Zeit, das wird nichts, aber hat ja noch ganz gut geklappt. Was? Was hast du denn für ein Problem? Das sind Neon Mongers Gang. Aha. Killen viel darum. Na, ist klar. Oha. Oh ja, viele Missionen. Wir bleiben erstmal aber hier bei dem Kram. Und kriegen hier 2 Bronze Awards. Ja, ist ja gut. Starten wir mal. Mal sehen. Oh, 6, 1, 1. M&W Security. Hä? Wenn man eine Karte ziehen darf, oder was? Ah ne, 5 Trichter, okay. Da hätte ich mir aber aufbewahrt. Das? Armor 1. Okay. Dann den Weg stellen. Okay, pass auf.
Kann ich die nicht? Sechs. Macht da mehr Sinn. Ja, so macht das jetzt mal Sinn. Warum kann ich den keinen Schaden machen? Verstehe ich nicht. Kenne auch die Tage bei Events. Mal weiter. Okay. Sieg. Kann Sieg irgendwas? Nee. Sieg macht wie viel Schaden? 11 kann er aushalten, 5 macht er. 11 kann er aushalten, 5 macht er. Dann bist du prädestiniert dafür. Dich mache ich mal. Hier drauf. Und nächste Runde kommt Arnold hier. Blocker setze ich dahin und sie setze ich mal hier hin. Ah, ich tot, ey. Etwas. So. Sehr gut. Perfekt. Okay. Schon 34, ey. Da packt er wieder einen hin, ne? Aber es hat gereicht. Uhu. Oh, Bonus Credit, sehr schön. Und Security Sec Ops Officer. Aha. Und dann machen wir den dritten hier im Bunde. Dann haben wir die auch fertig. Ganz schön lang so eine, die Demo-Version. Hätte ich gar nicht erwartet jetzt erst.
ist okay. Typen wären echt noch gut, ey. Alles gut. Für nächste Runde wegen schon mal ein. Kann ich, okay. Wollte ich sagen so. Einmal her. Ja, ich dachte, der kann ich. Ah, Attack in Armor minus 2. Oh, das ist gut. Dip, 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 dip. Was war das? So. So. Dann ist die da ein bisschen schneller unterwegs. Achso, ich hätte die Sache. Ah ja, egal. Das haben wir ja schon gleich geschafft. Das war's. Bam! Ging ja fix wieder. 900 Credits und eine Hermes-KD. Was DHL wohl dazu sagt. McNutty. Ablasse WS CLT Starbase, Ablasse Saboteurprogramm to the Morgan and West Server. CLT. Das sind die Neomongers. Akroden. Akroden, was ist denn Akroden? Keine Ahnung. Wir machen mal hier weiter. Ziehen wir mal neu. Die Hand behalten wir. Erst als erstes. Das ist gut. So, pass auf. Den da. Den da. Nein. 30 brauchen wir jetzt auch schon. Was? Hat die Haste? Alter. Ghost ist ja mal geil, ey. Die brauche ich auch. Wie viel hat die? 9. Und macht 6. Oh Gott. Mm-hmm.
irgendwo. Glaube ich schwer diesmal. Boah. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Drei Typen weggehauen, ey. Fünf. Dahin. Alter. Das wird nix diesmal. Sechs. Okay. Muss ich darauf machen. Was? Ach, ich dachte... Oh, scheiße. Naja, aber war trotzdem gut. Ich dachte, das killt ihn. Aber das war gar nicht die Karte. Mama macht 5 Schaden, die ist weg. Macht 6. Ah, ich habe kein Mana mehr. Aber muss ja probieren. Ah, super. Erstmal den. Und da einen hin. Und draw a card. 2, 4, 6 und 13. Der hat noch einen, der ist dann gleich weg. Die hat 0, ist dann auch weg. Dann würde ich sagen, so. Na, okay, das war's. Kannst nichts machen, wenn er die Karte auf der Hand hat. Ja, gut, das soll auf jeden Fall mal so ein kleiner Einblick gewesen sein. Ich finde es eigentlich mal ganz geil. So ein bisschen so ein Kartenspiel mit Shadowrun, das hat echt noch gefehlt. Und ist eine Möglichkeit. Wichtig bei solchen Spielen ist ja immer, wie verhält sich das mit den Mikrotransaktionen. Ist ja bisher noch hier alles recht entspannt, aber wie gesagt, das ist ja auch eine Demo-Version. Das Spiel ist jetzt im Early Access, das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das richtig released wird. Macht aber schon Spaß. Knackpunkt ist halt immer, was kosten Karten? Da können wir mal eben gucken. Das ist hier eine Decklist, okay, nee. Black Market, Manage Your Decks. Kann man irgendwo denn Karten kaufen? Ja. Naja, das wird man dann sehen. Ich denke mal, ich werde das noch ein bisschen weiterspielen. Vielleicht mache ich irgendwann noch mal ein Video dazu, wenn es ein bisschen weiter ist. Aber für den Moment soll es das erstmal gewesen sein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.